Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße zunächst hier die Hörer von 1 Live, die Zuschauer von 1 Festival, und das WDR Fernsehen wird ungefähr 17 Minuten nach 1 zu uns stoßen. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt die Schattenseiten der Liebe. Folglich möchte ich sehr gerne mit euch über die Schattenseiten der Liebe sprechen. Habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit der Liebe? Im Prinzip, ja, eigentlich haben wir das ja alle gemacht. Stichwort schlimme Eifersucht, Hörigkeit, Gewalt. Vielleicht hat jemand von euch etwas sehr Übles aus blinder Liebe, aus blinder Leidenschaft getan. Oder vielleicht ist auch die Leidenschaft in einer Liebe, in einer euren, in einer Liebe, die ihr lebt, verloren gegangen. Und ihr habt Lust, mit mir darüber zu erzählen. 0800 220 50 50, das ist die Telefonnummer, wie immer kostenfrei für euch. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, das ist der Nils. Und Nils ist 23 Jahre alt. Hallo Nils. Hallo Domian. Die Schattenseiten der Liebe. Ja, ja, ich sag mal, das Oberthema ist bei mir Freundin oder Mutter. Oh, Freundin oder Mutter? Ja, das ist ein schweres Thema. Das war, ich war 2,5 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Das war alles, viel rauf und runter. Wir hatten viele Probleme, wir waren nicht ehrlich zueinander. Mhm. Wir sind nicht fremdgegangen oder so, aber es ist halt, das Vertrauen ist geschrumpft. Wir hatten keine Freiräume mehr füreinander. Und Habt ihr zusammen gewohnt? Ja, haben wir. Ja. Mhm. Also wir saßen auch auf, ich habe nur eine kleine Wohnung, da ich noch Auszubildender bin, und alles ist halt sehr auf einem komprimierten Raum. Mhm. Und letztendlich hat dieses Misstrauen und alles, auch dass ich keinen Freiraum mehr für mich hatte, dazu geführt, dass ich mich vor 4 bis 5 Wochen von ihr getrennt habe. Sie hat sich von dir oder du von ihr? Ich von ihr. Ich habe mich von ihr getrennt. Mhm. Auch auf Zureden von anderen Leuten, weil ich wusste halt selbst nicht mehr weiter, wie und was ich jetzt machen soll, und habe dann mich halt mir Rat geholt bei anderen Leuten und unter anderem auch bei meiner Mutter. Mhm. Ja, und was sagte die Mutter? Ja, also meine Mutter ist im Prinzip gegen die Beziehung gewesen, weil... Schon die ganze Zeit oder jetzt zum Schluss? Beides. Mhm. Also eigentlich die ganze Zeit. Sie hat es akzeptiert, sage ich mal, aber... Was hatte sie gegen das Mädel? Ja, die Sache ist halt, wie gesagt, dass sie nicht diese Ehrlichkeit war, und auch ich bin auch in der Ausbildung und habe sie dann teilweise auch mit von meinem Gehalt mit durchgefüttert, sozusagen. Wie alt ist sie, war sie? Sie ist 20. 20. Und ist sie noch Schülerin? Ja, sie ist noch Schülerin. Ja. Und ist halt von zu Hause ausgezogen, dann zu mir gezogen, weil sie auch zu Hause so ein bisschen Stress hatte. Hat sie denn dennoch ein bisschen was so in den Haushalt eingebracht an finanziellen Leistungen? Ja, gut, das Kindergeld, ne? Also ja. Soweit es ging. Ich meine, sie hätte auch noch Handy gehabt. Und Hat deine Mutter in den 2,5 Jahren denn auch immer wieder zu dir gesagt, hier Nils, komm, das ist nicht die Richtige, lass es sein? Ja, so eine Art, ja. Hat dich das am Anfang genervt, dass deine Mutter sich da so einmischte? Oder dass sie so eine Stellung bezogen hat? Ich meine, das ist ja so. Ich meine, da war ich noch relativ jung, und dann hört man ja mal auf Mami sozusagen. Weiß ich nicht, es war halt... Das hat mich sehr unsicher gemacht, das auf jeden Fall. Mhm. Ja. Gab es davor auch schon mal eine etwas längere Beziehung? Nein, das war meine erste. Die allererste? Ja, ja. Kann es sein, dass die Mama ein bisschen eifersüchtig auch war auf die Frau? Oh, das ist ein guter Aspekt, das kann gut sein. Also meine Mutter hatte schon, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre keine Beziehung mehr. Ja. Und ich weiß nicht, das kann auch sein. Ja. Bist du das einzige Kind? Ja, ich bin einzig. Ah ja. Und deine Mutter war alleinerziehend zum Schluss? Ja, genau. Mhm. Dann ist natürlich eine besonders enge Verbindung zwischen Mutter und Sohn da. Ja, genau. Und wenn dann eine andere Frau auftaucht, dann ist man unter Umständen, so ist eine Mutter unter Umständen vielleicht auch alarmiert. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt das Problem, dass sie halt, wir haben 5 Wochen getrennt, und in der Zeit hat sie auch einen neuen gefunden. Mhm. Geht aber flott. Ja, dachte ich mir auch. Ja, allerdings. Ja. Immerhin hast du dich von ihr getrennt und nicht sie sich von dir.
Ja, ja, ja gut. Na, es ist, ja. Na gut, aber sie hat jetzt einen neuen. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich ein sehr gefühlsbeherrschender Mensch. Mhm. Bis diese 4 Wochen, nachdem wir uns getrennt haben, ich bin hier wirklich, ich saß hier heulend in der Ecke und wusste nicht, was mit mir selbst los ist. Es war einfach, ich musste die ganze Zeit an sie denken und hier und da. Mhm. Also es ging mir wirklich schlecht. Mhm. Jetzt durch einen Zufall bin ich jetzt ins Krankenhaus gekommen, weil hier was passiert ist. Und auf jeden Fall stand sie dann im Krankenhaus und hat sich nach mir erkundigt. Darauf was ist hier passiert? Ja, ich bin durch einen Brand, hatte ich eine Rauchvergiftung und... Ja. Ach so, aber nichts Schlimmes? Nee, alles wieder. Okay. Alles, ja. Also sie stand im Krankenhaus und wollte dich besuchen? Ja, und dann haben wir halt, ja, hat sie sich nach meinem Stand erkundigt, so wie es mir geht und so. Wohl auch nachts schon, weil es ist nachts passiert, schon bei anderen Leuten und hier und da. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann danach ausgesprochen, halt wie unsere Beziehung ist hier und da. Und ich habe halt nach und nach rausgekriegt, dass der Neue wohl, wie soll ich sagen, ja, wohl in einer relativ gewalttätigen Szene mal war und hier und da. Und naja, auf jeden Fall hat sie sich jetzt wieder von ihm getrennt. Mhm. Und ja. Ja, was ist das Problem jetzt? Ja, das Problem ist, dass meine Mutter sagt, okay, wenn du Kontakt mit ihr hast, dann trenne ich mich von dir in dem Sinne. Nein. Und wenn ich zu Ramona stehe, dann, ja, und Ramona sagt halt, ja, also sie sagt halt, ja. Also Ramona sagt nicht, entscheide dich, sondern die Mutter sagt, entscheide dich. Ja. Weil sie Ramona meinte, hat nichts dagegen, wenn du mit deiner Mutter weiter Kontakt hast. Nein, das hat sie nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, du würdest dir schon vorstellen, wieder zurückzugehen zu diesem Mädel. Ja, aber... Oder du würdest halt nochmal eine Chance sehen, das nochmal zu probieren. Ja, aber es ist halt auch dieses Risiko. Ich weiß nicht, ob wir beide das schaffen, so ernst zu sein. Und okay, Risiko ist immer bei der Liebe dabei. Ja. Aber das Hauptproblem ist jetzt die Mutter. Die Mutter sagt, wenn du jetzt mit der nochmal anfängst, ja, dann bin ich weg. Ja, so eine Art. Also dann distanziert. Was ist denn das für eine Mutter? Ja, hör mal, du bist ein erwachsener Kerl von 23 Jahren. Da kann deine Mutter dir doch nicht vorschreiben, wenn du nochmal mit einer Frau irgendwas anfangen willst, kann die dich doch nicht so unter Druck setzen. Ja, das Problem kommt auch noch, dass sie eine Krankheit hat, die halt ziemlich, ja, also umso älter man wird, umso schlimmer wird diese Krankheit, so eine Art Rheuma ist das halt. Und also ja, da habe ich auch diese Verantwortung, wenn ich jetzt sage, okay, dann distanziere dich von mir und ich komme wieder mit ihr zusammen. Und wenn ich wüsste, dass es ihr in 10 Jahren schlecht geht und sie lässt sich nicht mehr an mir ran, dann weißt du, dann steht ja auch. Gut, aber jetzt sollen wir nicht über 10 Jahre reden. Also ja, meine Spekulation wäre ja, ich glaube, ich habe fast die Vermutung, dass du mit deiner Mutter zu sanft bisher umgegangen bist. Ja. Und natürlich muss man davor Respekt haben, wenn eine Mutter eine Krankheit hat. Darüber müssen wir gar nicht reden. Nein, aber diese Krankheit darf nicht als Druckmittel von Seiten der Mutter, wie auch immer, eingesetzt werden. Das hat sie auch nicht gesagt, aber ist halt die Sache, ne? Aber es hängt so in der Luft für dich. Ja, weißt du, klar, sicherlich. Meine Vermutung wäre ja fast, dass deine Mutter, wenn du ihr mal eine klare Grenze aufziehst, dass die vielleicht erstmal beleidigt wäre und sich zurückzieht, ja, dass aber nach einer gewissen Zeit die Sache wieder eingerenkt ist. Und das wäre dann auch die gesunde Weiterentwicklung der Mutter-Sohn-Beziehung. Ja. So, das darf sie nicht machen, finde ich. Ja. Das darf ja sie nicht machen. Das ist eigentlich auch gar nicht diskutabel mehr. Ja, wenn du in dein Unglück reinrennen willst, jetzt nochmal, okay, dann mache es. Die Liebe ist sowieso stärker. Ja, das ist ja das Problem. Was meinst du, wie unglücklich du dich fühlst, wenn du dich jetzt nur aufgrund deiner Mutter, aufgrund der Meinung deiner Mutter von dieser Frau zurückhältst? Ja. Dann kommt deine Mutter beim nächsten Mal mit einer anderen Sache an und das Spielchen geht wieder von vorne los. Ja, das habe ich auch schon gedacht, also weil ich denke mal, die perfekte Schwiegertochter geht es eh nicht für eine Mutter. Genau, und du bist ja in der guten Situation, dass du eine eigene Wohnung hast. Ja. Es wäre ja noch viel komplizierter, wenn du im Haus oder in der Wohnung deiner Mutter leben würdest. Ja, ja. Dann wäre das ja alles viel, viel schwieriger. Ja. Nee, Nils, also da würde ich aber auch wirklich überhaupt nicht mich drauf einlassen. Wenn du meinst, das könnte man nochmal versuchen, ja, dann mach es. Ja. Keine Frage, kein Diskutieren. Ja. Ach Mensch, ja, ist jetzt, ja. Ja. Schwierig. Mehr kann ja, aber, ja. Das ist halt, ja. Ja, weiß ich auch nicht, ob das alles so jetzt mit dir wird. Ich meine, ich habe jetzt mit meiner Ex-Freundin auch schon so Sachen aufgeschrieben, wie wir halt unsere neue Beziehung führen wollen. Mhm. Ich stehe im Moment echt, ich komme nicht weiter. Das ist wie so ein Versuch's doch einfach. Eingräbt und jetzt stehe ich da. Also, ja, aber Nils, was zögerst du rum? Da ist irgendein Impuls, der dir sagt, vielleicht könnte man es nochmal versuchen. Ja. Himmel, dann mach es doch. Okay. Und wenn du nochmal scheiterst, dann weißt du aber auch hundertprozentig, die ist es nicht. Ja, da hast du recht. Ne?
Also was hast du zu verlieren? Du hast gar nichts zu verlieren. Und vor allen Dingen hast du auch, vielleicht ist das auch der richtige Zeitpunkt, um dich ein bisschen loszunabeln von deiner Mutter. Ja. Du kannst es ihr freundlich sagen. Du kannst ihr sagen, ja. Mama, pass mal auf, also du in allen Ehren, du bist meine Mutter und du bist die wichtigste Mensch sowieso. Ja, klar. Und so weiter. Kannst du ihr sagen, aber lass mich bitte in meiner Entscheidung alleine. Das mache ich alleine. Okay. Ja? Ja. Toi, 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 Nils. Ja, dann vielen Dank schon mal. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema Die Schattenseiten der Liebe. Hier ist Anna. Anna ist 57. Guten Morgen. Hallo Anna. Ja, hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, hier bin ich. Ja. So. Ich habe geduldig gewartet. Ja. Anna, ja, du hast dich auch zu diesem liebeskritischen Thema gemeldet. Ja, und zwar aus dem einen Grunde, weil ich eigentlich etwas helfen möchte, insofern, als dass meine Geschichte jetzt 13 Jahre zurückliegt. Das heißt, ich habe mit 20 geheiratet und mein Mann war schon innerhalb der ersten 6 Wochen gewalttätig. Mhm. Und ich glaubte aber, das würde auch wieder vorbeigehen, weil seine Seiten, ich sag mal die Ambivalenz, die war also sehr stark ausgeprägt. Mhm. Die eine, die sehr guten Eigenschaften und dann halt eben die Aggression. Mhm. Und ich bin dann also insgesamt 21 Jahre auch mit ihm verheiratet gewesen. Und er war in diesen 21 Jahren immer gewalttätig? Ja, ich habe dann zwar nach einem Jahr versucht, zu meinen Eltern zurückzugehen, mhm, die sehr streng katholisch waren und dann aber sagten, das käme nicht in Frage, also ich sollte wieder zu ihm zurückgehen. Und von da an habe ich es auch niemandem mehr gesagt. Das ist aber wohl so ein Phänomen von Frauen, die also Gewalt erleben, dass sie sich also auch schämen. Ja, ja, natürlich. Das heißt, du hast ein wirkliches Martyrium da erlitten. Ja. Wie gewalttätig muss man sich ja vorstellen? Er hat dich richtig geschlagen, zusammengeschlagen? Ja, geschlagen, getreten, aber meist immer in den Bereichen, wo es dann nicht direkt nach außen direkt sichtbar war. Mhm. Also leider Gottes, also immer sehr viel in den Magen und Bauchbereich. Unglaublich. Und auch an den Haaren gezogen. War er dann betrunken, wenn er das gemacht hat? Nein, gar nicht. Nicht mal? Überhaupt nicht. Mhm. Nein, aber ich sag mal so, er hat eine sehr schlimme Kindheit gehabt. Das ist sehr oft. Keine Entschuldigung. Ja? Keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Nee. Ich habe mich nur mit diesem Thema sehr befasst. Ja. Das heißt, dass diese Männer auch an sich auch Hilfe brauchen. Es ist auch gar keine Entschuldigung. Habt ihr Kinder zusammen? Dann später auch, ja. Ja. Mhm. Und sogar noch adoptiert. Also. Warum hast du es 21 Jahre, gut, als junges Mädchen hattest du Angst vor den Eltern, Konventionen und so weiter. Ja. Aber dennoch, warum hast du nicht nach ein paar Jahren gesagt, jetzt reicht's mir? Weil ich trotz allem, also es ist bei diesen Männern, ich denke mir, dass Frauen, die jetzt zuhören, das auch genauso erleben, dass es da 3 Phasen bei diesen Männern gibt, also der Gewaltaufbau und dann kommt es zu der Entladung und danach kommt eine ganz lange, oft ganz zärtliche und liebevolle Phase. Und so war es immer wieder? Die einen, ja, mhm, und das ist immer wieder, das ging auch manchmal jahrelang gut, sagen wir es gut in Anführungsstrichen, ja. Und dann nach 21 Jahren ging es mir dann halt so schlecht, dass ich also immer Tag für Tag nur noch überlebt habe, sag ich mal, in dem Glauben, es wird besser, aber es wurde nicht. Dann bin ich zu einem Therapeuten gegangen und dann hatte ich das erste Mal den Mut, ihm zu sagen, wenn er wieder Gewalt anwendet, würde ich gehen. Mhm. Und dann hat er sich sehr zusammengenommen und dann merkte ich aber innerlich, dass ihn das wahnsinnige Kraft gekostet hat. Mhm. Und er war also, wir hatten Waffen, er war Sportschütze. Mhm. Und dann bin ich an einem Abend dann, es war noch nichts geschehen, aber er brüllte. Und dann dachte ich so, und wenn es jetzt passiert, dann passiert ein erweiterter Suizid. Also insofern, dass er auch meine Kinder mitgenommen hätte und mich wahrscheinlich auch. Ich bin mit den Kindern zu meinem Vater geflüchtet. Und dann hat er sich in der Zeit also auch erschossen. Er hat zwar noch gebeten, dass ich mit den Kindern hochkomme, das war in der Eifel. Ja. Und ich wusste aber, dass das in dem Moment gar nicht ging, wenn nach einigen Stunden, weil dann war diese Gewaltbereitschaft vorbei. Das ist also. Also hat er, habe ich das richtig verstanden, hat er den Suizid quasi angekündigt? Ich habe dann, er rief mich an bei meinem Vater und sagte, ich soll mit den Kindern hochkommen. Er wollte nur einen guten Nachtkuss geben, dann könnte ich wieder fahren. Und dann habe ich gesagt, jetzt nicht, wenn dann am nächsten Morgen. Mhm. Und dann legte er auf. Weil du was eine Witterung hattest, du hast das irgendwie geahnt. Ja, natürlich, weil er konnte gar nicht. Er konnte sich nicht über viele Monate zusammennehmen, um halt eben dann nichts zu machen. Ne? Also er hat sich dann erschossen. Und das habe ich dann auch am Telefon
erlebt. Ich kann jetzt darüber sprechen, weil es 13 Jahre her ist. Wie, du hast es am Telefon erlebt? Ja, sicher. Er hat sich am Telefon... Er sprach mit mir und in dem Moment hat er sich den Schuss gesetzt. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist aber fassbar. Und das ist das, Domian, weil ich oft auch im Fernsehen solche Sachen auch mal ja sieht und Nachbarn sagen, wie kann das passieren? Also wir galten für alle das Traumpaar in diesem Dorf. Ja, wie so oft, ne? Und wie ganz oft. Und das ist das halt, dass jederzeit alles geschehen kann. Und wenn das auch mit der Gewalt bei den Frauen ist, in dem Moment ist auch leider Gottes die Polizei nicht immer direkt da. Ne? Bis hin dazu, dass die Männer auch das Telefon wegnehmen oder so. Und was ich, also wie gesagt, er hat dann diesen... Sich dann erschossen. Ja, ne? Du hast mit ihm telefoniert. Ich habe gewartet. Ich habe gewartet bis... Hat er gesagt, ich werde mich jetzt erschießen? Ja. Und du... Das habe ich ihm ja auch zugetraut. Das war ja für mich, für dich ist das ganz schrecklich oder für Menschen, die das jetzt hören, aber für mich war das ja, ich ahnte das, ja, oder auch schon, ich hatte auch schon so ein Fluchtpläne mir aufgeschrieben, wo ich hingeflüchtet wäre, zu welchen Freunden, aber auch das würde dann nichts mehr nutzen, weil diese Männer einen dann auch doch verfolgen würden. Ne? Und das hat er auch gemacht, als ich zu meinem Vater fuhr, wir hatten zwei Autos und er hat sich da in die Quere gestellt. Also ich habe aber einen anderen Weg genommen, als hätte ich das geahnt. Ansonsten wäre ich auch nicht mehr bis zu meinem Vater gelangt. Ne? Wie alt waren die Kinder, als das passiert? Ja, jung. 7 und 10 Jahre. 7 und 10 Jahre. Das ist, aber ich habe natürlich... Wie hast du es den Kindern erklärt? Ich habe es am nächsten Morgen den Kindern so gesagt, wie es gewesen ist. Es hat keinen Sinn zu sagen, der Papa hat sich beim Waffenreinigen, die wussten ja, dass er Sportschütze war, er hat ja auch viele Preise gewonnen. Und ich denke, Kinder, das weiß ich, ich meine, ich habe die Kinder adoptiert, ich habe auch viele Seminare besucht für Pflege- und Adoptivkinder. Also die Wahrheit ist überhaupt für Kinder immer das Beste, weil das ist klar und das können die Kinder greifen. Und alles, was diffus ist... Also selbst so doch relativ jungen Menschen, jungen Kindern, würdest du dazu plädieren, dann auch eine solche harte Wahrheit zu sagen? Ich habe gesagt, Kinder, der Papa hat sich das Leben genommen. Ja, ich konnte nicht sagen, er hat sich beim Waffenreinigen und so und soll das dann 5 Jahre später sagen. Nein. Oder auch wenn man Kinder adoptiert, man soll die Kinder, wenn die fragen, eine kurze, klare Antwort geben. Anna, jetzt möchte ich bitten, ich unterbreche mal kurz, weil ich eben die Zuschauer vom WDR Fernsehen begrüßen möchte. Ja, und genau. Ich würde dann gerne doch noch ein paar Worte mit dir weiter. Soll ich noch bleiben? Ja, bitte bleib dran und ich spreche dich gleich wieder an. Ja, bitte. So, jetzt schaltet sich gleich das WDR Fernsehen dazu. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen hier im WDR Fernsehen. Aber nun sind wir da und ihr seid auch da und ich freue mich sehr. Unser Thema heute Nacht heißt die Schattenseiten der Liebe und ich möchte gerne mit euch über die Schattenseiten der Liebe sprechen. Eigentlich haben wir ja alle mehr oder weniger heftig schon diese Schattenseiten erleben müssen. Ich sag mal ein paar Stichworte. Schlimme Eifersucht, Hörigkeit, Gewalt. Vielleicht hat der ein oder andere in blinder Liebe etwas ganz Schlimmes getan. Vielleicht ist die Leidenschaft aus einer Liebe entschwunden und man ist sehr traurig darüber und so weiter und so weiter. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Wir haben hier im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival schon angefangen und ich habe gerade gesprochen und spreche gerade noch mit Anna 57 und Anna hat mir gerade die erschütternde Geschichte erzählt, dass sie, ich fasse es mal kurz zusammen, Anna, was du mir gerade erzählt hast, dass du 21 Jahre verheiratet warst mit einem sehr gewalttätigen Mann und das all die Jahre hast ausgehalten und dann hat dieser Mann sich während eines Telefonates mit dir erschossen. Richtig, ja. Wobei wir ja in getrennten Wohnungen waren. Es hört sich jetzt so an, Domian, als seien wir in einer... in getrennten Wohnungen, ja, ihr wart weit auseinander. Weit auseinander. Was hast du denn in diesem Moment, als du... er hat das gesagt, ich werde mich jetzt erschießen. Ja. Da ist man doch erstmal als Ehefrau, wenn es auch noch so eine schlimme Ehe war, wahrscheinlich völlig verspannt und in Panik. Was hast du gesagt? Tu es nicht oder hast du geschwiegen? Was hast du gesagt? Ich habe gar nichts mehr sagen können. Das war dann praktisch die Bilanz dieser Jahre auch. Und ich bin ja aus dem Grunde, weil ich ihm alles dann in dem Moment zugetraut habe, bin ich ja geflüchtet mit meinen Kindern. Heißt, du hast am Telefon, ich muss mal die Situation vor Augen halten, du saßt am Telefon, entfernt natürlich von ihm, er sagt, ich erschieße mich jetzt und dann hast du einen Schuss gehört. Das war mitten in der Nacht und dann habe ich den Schuss gehört. Unfassbar. Und war unfähig. Ich habe ihn praktisch,
in seinem Tod begleitet. Das wohin hat er in sich ins Herz geschossen oder ins Gesicht? Ins Herz. Nein, ins Herz. War er sofort tot? Er hat auch direkt getroffen. Er war dann nicht direkt tot. Das heißt, also ich habe sein Röcheln gehört, ich habe sein ganzes Sterben am Telefon erlebt, bis dass dann der Telefonhörer auf den Boden knallte. Mhm. Das hörte ich. Es ist ja wie in einem Thriller ist das ja. Ja, das ist aber die Wahrheit. Ich denke mal, davon gibt's. Ich meine, ist bestimmt nicht das Einzige, was den Menschen geht. Du hast aber nicht mehr gesagt zu ihm, tu's nicht. Nein, konnte ich gar nicht mehr. Was hast du dann das war nun tiefe Nacht, sagst du, was hast du in der Nacht gemacht? Das war in der Osternacht. Also es war übrigens am 15. April 1995, heute, jetzt haben wir den 16. April, das war also gestern, da war also vor 13 Jahren der Ostersonntag. Vorausgegangen war, können wir vielleicht auch nochmal zusammenfassen, dass du deinem Mann gesagt hast, du erträgst diese Gewalt nicht mehr, du willst sie von ihm trennen. Ja, wenn er das noch einmal schlägt, dann würde ich auch zumindest mal weggehen oder für einige Monate. Und daraufhin hat er das dann? Das erste Mal. Und dann konnte er das monatelang, hat er es versucht. Ja. Und ich merkte, dass es für ihn immer unerträglicher wurde. Und dann wusste ich, wenn jetzt die Gewalt kommt, dann wird was Schlimmes geschehen, da wir ja die Waffen hatten. Was hast du, ja, weil er Hobbyjäger war, sagst du, ne? Nee, hast du, Sportschütze. Sportschütze, genau. Mhm. Was hast du denn in der Nacht noch unternommen? Dann habe ich dann, als ich dann nichts mehr hörte, dann habe ich den meinen Hörer aufgelegt und nochmal gewählt, aber dann ging natürlich nichts mehr. Mhm. Dann habe ich die Polizei angerufen, die in der Stadt, wo ich da hingeflüchtet bin, zu meinem Vater. Das war nur ein paar Meter davon weg, war die Polizeistation. Die kamen direkt und ich sagte zwar, ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hat oder nicht, aber die kamen sofort, ein Polizeiwagen zu mir und dann die Polizei und Rettungsdienst in dieses Eifeldorf. Mhm. Und dann hat die Polizei mich da hochgefahren und während ich dann im Polizeiwagen saß, hörte ich dann natürlich den Funk zwischen der Polizei und der Notdienstärztin, die da war. Und dann nach einigen Minuten sagte, er ist gerade gestorben. So, das Ganze ist jetzt, du hast es gerade gesagt, in Mitte der 90er Jahre, 95. Das ist ja ein unfassbarer Vorgang. Ja. Dieser Mann hat dich über 21 Jahre gequält, kann man ja sagen. Und er hat dir dann ja auch nochmal einen unglaublichen Schlag versetzt durch sein Ende. Das ist richtig. Hast du die erste Zeit ein Schuldgefühl empfunden? Nein, das hatte ich nie. Also ein Schuldgefühl hatte ich nicht. Ich sag mal so, der Kriminalpsychologe, der sagte mir, das ist der eine Teil noch, wollte ich noch dazu sagen, dass es wichtig war, dass ich dann nicht mit den Kindern hochgefahren bin, weil das wäre ein erweiterter Suizid geworden. Mhm. Diese Männer wollen dann meist sogar am liebsten noch die Kinder mitnehmen. Mhm. Also du hast kein schlechtes Gewissen gehabt? Das habe ich nicht. Wie lange hast du gebraucht? Nein, das habe ich nicht. Wie lange hast du gebraucht, um überhaupt diesen schweren Vorfall und überhaupt alles, was da geschehen war, auch davor, die vielen Jahre, um das zu überwinden? Davor die Jahre, muss ich sagen, war es immer ein Leben von einem Tag auf den nächsten. Also immer es hieß zu überleben. Wobei es gab ja auch Jahre dazwischen, wo, ich sage mal, keine große Gewalt gewesen ist, dass ich dann glaubte, es geht doch, weil ich verfolge immer sehr lange ein Ziel. Ja. Und sie immer mehr nur das Gute im Menschen als das Böse. Also ja, aber wie lange hast du gebraucht, um dich von all dem, sagen wir mal, zu erholen? Mich zu erholen, das beginnt jetzt, das muss ich ganz ehrlich sagen, oder seit einem guten Jahr, kann ich so definitiv sagen. Also so lange hat es schon gedauert, um die Sache zu verarbeiten und das ist ja alles immer und immer wieder nachgegangen. Immer und immer wieder nach und es darf sich jetzt nicht böse anhören, es war auch eine Erleichterung. Das wollte ich gerade fragen. Ich frage es auch ganz, muss man ganz ehrlich sagen. Und du bist eigentlich froh, dass er tot war. Ja, das ist auch eine Erleichterung gewesen. Hättest du die Kraft gehabt, dich wirklich von ihm zu trennen, wenn er sich nicht das Leben genommen hätte? Die Kraft hätte ich gehabt, aber ich weiß, dass ich bei diesem Mann auf jeden Fall hätte ganz weit weg irgendwo sein müssen und ohne dass er mich hätte aufsuchen können und das hört und sieht man ja auch oft in den Nachrichten. Was ist diese Männer, den Frauen ja auch aufwachen. Schlimm, ne? In schlimmer Weise, ja. Was ist so dein Rat an Frauen oder Menschen, die in solchen Verstrickungen jetzt leben, wie du damals gelebt hast? Was würdest du denen raten? Ja, und das ist auch mein Grund, warum ich dich angerufen habe, Domian. Also ich wollte jetzt nicht groß das aufarbeiten, das habe ich gemacht. Ich bin auch in Psychotherapie gewesen, in einer sehr engmaschigen und gehe jetzt noch einmal im Monat
Und ich will also das Folgendes jungen Frauen oder Frauen überhaupt sagen, dass es bei der ersten Ohrfeige, dass man die nicht bagatellisieren soll. Mhm. Das ist keine Bagatelle. Gehst du so weit zu sagen, dass man nach der ersten Ohrfeige gehen sollte? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt ja sogar Untersuchungen, dass man sagt, also bei Schreien und Brüllen, dass da auch schon die Gewalt beginnt. Mhm. Und bei einer Ohrfeige, aber das ist halt so, dass diese Männer dann anschließend immer besonders liebevoll sind, sage ich mal, oder auch weinen oder ne, so zurückfallen und dass man dann denkt, mein Gott, so schlimm war es ja gar nicht. Ne? Aber ich kann nur dazu. Also ich glaube, dass du da recht hast. Ich finde das auch. Dass, es gibt übrigens auch Frauen, die Männer schlagen und Frauen, die Frauen schlagen in Beziehungen. Ja, also wenn ein Mensch gewalttätig ist, so kann man es vielleicht neutral ausdrücken. Ne? Ja, also Gewalt beim ersten Mal, man soll wirklich gehen, damit man sein Leben wieder in Frieden leben kann. Also ich freue mich, dass das war mein Anliegen. Das ist sehr gut. Ja, das finde ich auch sehr gut, dass du es gesagt hast. Ich freue mich, dass du so einigermaßen wieder so Boden unter die Füße bekommen hast. Ja. Und wünsche dir für diesen Teil jetzt deines neuen Lebens, das ja schon eine ganze Weile begonnen hat, wirklich weiterhin viel, viel Glück und alles Gute nach all dem, was du erfahren und erleiden hast müssen. Ja, danke schön, Domian. Ich lebe sehr, sehr gerne. Das muss ich dann mal sagen. Das höre ich auch aus der Stimme raus. Viel Glück und alles Gute. Okay, und viel Glück den anderen Frauen, ja? Dankeschön, Anne. Okay, tschüss. Domian, tschüss. Ja, ihr Lieben, die Schattenseiten der Liebe. Wer von euch hat die schon erleben müssen? In mehr oder weniger schlimmer Form. Man ist am Anfang vielleicht immer oder fast immer euphorisch und begeistert von einem Menschen und irgendwann nach einer gewissen Zeit schleichen sich dann doch die ein oder anderen Bedenklichkeiten oder vielleicht auch schlimmen Verhaltensweisen ein. Und oftmals kommt man da ja auch gar nicht so schnell raus. Es ist immer so leicht gesagt, ja, trenn dich oder trennt euch, aber da gibt es doch vielfältige Verstrickungen und Hemmnisse. Wenn ihr gerne mit mir über die Schattenseiten der Liebe sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Syna ist hier. Syna ist 20. Guten Morgen, Syna. Ja, hallo. Hallo Syna, schön, dass du da bist. Wie erlebst du die Schattenseiten der Liebe oder wie hast du sie erlebt? Sehr schlimm eigentlich. Also ich bin aus Liebe anschaffen gegangen oder besser gesagt, ich habe sie ihn angeschafft. Mhm. Ja. Wie kam das? Erzähl mal. Also ich habe ihn in der Diskothek kennengelernt. Ja. Und so. Ganz fremd, du kannst ihn vorher überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Mhm. Und er hat mich angesprochen und bin auch eigentlich total der auffällige Typ und ja, dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und dann war das alles schön und gut und dadurch, dass ich halt im Heim gelebt habe, war das halt auch was ganz anderes und habe dann halt wirklich Liebe empfunden. Von ihm. Wie lange liegt das zurück? Wie alt warst du, als du ihn kennengelernt? 18. Also ich bin 18 geworden. Also war noch. Hast du da noch in einem Heim gewohnt oder schon alleine? Ich habe Au-pair, also ich habe als Kindermädchen gearbeitet. Ach so. Mhm. Und war dann auch nicht so zufrieden und hatte auch keinen Kontakt zur Familie. Und hast dich Hals über Kopf in den Typ verknallt? Ja. Wie alt war der? War 25. Ja. So, da lief das erstmal eine Weile gut und innig und toll mit euch beiden? Ja, das war eigentlich super. Also der hat mir einfach gezeigt, dass er für mich da ist. Mhm. Und hat mir wirklich die Sterne vom Himmel geholt, kann man so sagen. Mhm. Und seid ihr auch zusammengezogen auch? Nein, der hat mich immer nach Hause gebracht zu ihm und hat mir gezeigt, ja, seine Mutter würde eben mich mögen und würde mich auch gerne kennenlernen. Und dazu kam es auch noch nie. Wir sind meist auch nur ins Hotel gegangen, weil die Frau, bei der ich gewohnt habe, fand ihn gar nicht gut. Wie lange wart ihr denn so verliebt und wie lange lief das gut? Wie viele Monate zum Beispiel, bis er dann sein wahres Gesicht gezeigt hat? Das hat gar nicht mal so lange gedauert. Also ich fing erst mal an, dass er mir Klamotten gekauft hat, mir Geschenke gemacht hat, aber auch sehr teure Geschenke. Und dann kam da an und hat gesagt, ja, er hätte Probleme und hätte Schulden bei privaten Leuten. Und wenn er das nicht zahlen würde, würde er ihn, also er würde Schläge kriegen, kann man so sagen.
Und, also damit kam er schon nach ein paar Monaten an. Ja, mhm. Und dann waren wir in einem Dollhaus und dann hab ich die Mädels da gesehen und hab mir gedacht, ja, sowas kann ich auch machen. Das ist eine Diskothek, erotische Kneipe. Ja, ja. Ich bin auch Brasilianerin und ja, dann habe ich gedacht, sowas könnte ich auch machen, weil... Ach, du hast das sogar vorgeschlagen? Ja, so, also nur so als Spaß und hab das auch jetzt so nicht ernst genommen, weil tanzen tue ich gerne und sich da ein bisschen hin und her regeln, kann man so sagen, ist ja nicht so schlimm. Und ja, dann kannte auch die ganzen Türsteher und ja, dann nach einer Weile hat er mich dann angerufen und hat mir gesagt, ja, ich brauche dringend deine Hilfe, die haben mich schon angerufen und die verfolgen mich und so, ich kann dir nicht helfen, ich habe kein Geld, ich wohne nicht mal in einer eigenen Wohnung, sagte, du weißt, wie du mir helfen kannst und ich wusste gar nicht, der sagte so von sich aus, du weißt, wie du mir helfen kannst. Ja, und ich wusste auch gar nicht, wovon und da war er redet. Und da war schon klar, was er meinte. Ja, und dann ist mir auch, und dann hat er gesagt, ja, du weißt schon was. Ich so, ja, was denn? Sagt er, ja, dass du für mich arbeiten gehst. Und dann wurde mir einiges klar, dass er mir, auch wo wir Sex hatten, und ich war eigentlich noch Jungfrau. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Wie lange hast du für den als Prostituierte gearbeitet? Ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Du hast ein Jahr, bist auf den Strich gegangen, sozusagen. Ja, im Bordell. Im Bordell. Weil du diesen Mann geliebt hast? Ja, so danach nicht mehr. So danach nicht mehr. So weit ging, dass er mich dann dahin gebracht hat und mit den... Genau, wann hörte die Liebe auf? Kannst du das so ungefähr sagen? Nach dem dritten Monat, also wo ich 3 Monate da gearbeitet habe. Mhm. Aber gab es nicht schon gleich am Anfang irgendwie so ein Knacks in der Liebe, Sünder, wenn man sich das vorstellt, der eigene Freund, der vorgibt, dass er in dich auch verliebt ist, wenn der sagt, ich will, dass du für mich auf den Strich gehst? Ja, das war schon eine riesen Enttäuschung, aber du hast es ihm immer noch mittendrin. Ja, und du hast es ihm erstmal noch vergeben, hast gesagt, okay, und er ist in Schwierigkeiten und ich mach's für ihn. Hat er dich dann gezwungen, das dann ein ganzes Jahr zu machen? Ja, also weil er auch mir sehr viele Geschenke gemacht hat, gesagt, du schuldest mir. Am Anfang habe ich gesagt, okay, dann zahle ich ihm das Geld, was er mir gegeben hat oder für mich ausgegeben hat und mir geschenkt hat, zahle ich ihm zurück. Und dann habe ich halt wirklich im Puff gelebt. Und er kam dann wirklich einmal in die Woche und hat sich das Geld genommen, hat dann halt mit den Männern geredet. Hat er das ganze Geld genommen? Das ganze Geld. Und dir blieb selbst gar nichts übrig? Gar nichts. Der hat mir wirklich nur Hygienesachen gekauft, zum Beispiel als was man alles braucht und halt Kleidung zum Arbeiten und mal neue Schuhen. Wie schrecklich. Und hat mich dann mal zum Essen rausgebracht. Und dann hat er mich wieder in den Puff reingeschickt. Hattet ihr denn während dieser Zeit, als du im Bordell gearbeitet hast, hattet ihr da auch noch Sex miteinander? Gar nicht. Gar nicht mehr. Der hat dich also quasi wirklich wie einen Sklaven gehalten? Ja. Wie einen Arbeitssklaven? Ja. Der hat mir noch dann nur noch ein paar Pornos gezeigt und hat gesagt, ja, so kannst du die Männer geil machen und so, aber sonst wirklich gar nichts mehr. Wie hast du denn dann den Abschwung geschafft? Durch eine Freundin. Die ich sehr, sehr dankbar bin und ohne sie, glaube ich, wäre ich immer noch drin, weil ich eigentlich so ein ganz ruhiger Typ bin. Die hat auch da ab und zu gearbeitet und die hat dann gesagt, oder viele, also die ganzen Mädels haben gesagt, du passt hier nicht rein, du siehst total hübsch aus und alles. Und die haben mir auch direkt gesagt, das ist ein Zuhälter. Ach, ja, die kannten, der war da schon bekannt in den Kreisen. Ja. Und, also, wie hast du dann den Absprung geschafft? Ja, die hat mich dann von heute auf morgen gepackt, weil die hat dann auch gesehen, dass ich nach einer Zeit wirklich dran kaputt gegangen bin. Hat mich dann gepackt, hat ein Taxi geschnappt und hat mich erstmal zu ihr nach Hause gefahren. Ja. Dann haben wir von heute auf morgen meine ganzen Handynummern, Handy gelöscht, neue Handykarte, habe mich dann auch wirklich einen Monat gar nicht mehr blicken lassen. Hat er dich gesucht, weißt du das? Ja, sucht mich auch noch. Immer noch? Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass du aus dem Bordell rausgegangen bist? Jetzt ungefähr ein Jahr. Ein Jahr, und er sucht dich immer noch?
Ja, weil ich ihn halt angezeigt habe. Ja. Und jetzt brodelt das alles wieder hoch. Mhm. Und finde ich auch, ja, muss ich aber gleich mal sagen, finde ich sehr mutig von dir, dass du ihn angezeigt hast. Ich finde es auch sehr richtig, aber ich finde es auch mutig. Manche eine Frau hätte Angst davor gehabt. Ja, ich habe jetzt auch Angst und ich bereue das auch total. Habe nämlich heute mit meinem Opferschutz geredet und man kann die Anzeige nicht mehr zurücknehmen. Mhm. Und das bereue ich halt total. Und das ist halt so, weil ich habe diesen Schutz nicht, weil es kann mir jetzt von heute auf morgen was passieren. Mhm. Weil das ist so ein Kreis, da, das ist einfach schlimm. Also, hast du mit dem weißen Ring Kontakt? Ja, schon, aber jetzt nicht mehr so extrem, weil das hat sich so total lange gezogen. Mhm. Und das ist halt auch mein Problem, weil ich jetzt auch mein Leben führe, neue Leute kennengelernt, soziale Kontakte kennengelernt. Und du hast Angst, dass das alles kaputt wieder geht. Ja, weil ich muss auf jeden Fall in ein anderes Bundesland, wenn es dann so weit ist, dass er dann einen Haftbefehl kriegt. Mhm. Weil den wollen die jetzt auch... Schlimme Situation, wenn man sich das vorstellt, dass das Opfer, und du bist natürlich das Opfer, so in Angst leben muss und der Täter läuft frei rum, kann sich frei bewegen, braucht keine Angst zu haben. Das sind schon sehr schlimme Zustände, finde ich. Mhm. Sehr schlimme Zustände. Meinst du denn, dass es nochmal Sinn hat, mit dem weißen Ring zu reden? Das hat die Frau Punkt für Punkt schon gestern mit dir besprochen. Es geht kein Weg mehr zurück. Also ich muss... ich meine gar nicht, dass es einen Weg zurück gibt, sondern dass man einfach, vielleicht, dass es noch mehr Mittel gibt, dich einfach zu schützen und dass der nicht an dich herankommt. Ja, und das wäre in ein anderes Bundesland. Mhm. Das muss ich total ungern, weil auch durch mein Heim bin ich immer von da nach da geschickt worden und habe nie so wirklich Fuß gefasst. Und deswegen glaube ich auch, dass ich wirklich auf diesen Mann reingefallen bin. Also das heißt für dich, diese Erfahrung ist so gravierend, dass du wahrscheinlich dich so schnell nicht wieder verliebst und wenn, dann auch nur mit äußerster Vorsicht, oder? Gar nicht. Oder also, gar nicht erstmal. Also ich kann nicht sagen, dass die Frau jetzt total schlimm zu mir waren. Die waren sogar netter als der selber. Mhm. Und aber wie hast du das denn überhaupt empfunden? Du wolltest das ja nicht. Wie hast du es empfunden, als Hure arbeiten zu müssen? Am Anfang habe ich nach dem ersten Gast habe ich gebrochen und bin dann wirklich zusammengeklappt. Also habe mich also jetzt noch muss ich mich dreimal täglich und dann auch wirklich 2 Stunden lang duschen und immer dreimal mich umziehen, um mich wirklich sauber zu fühlen. Das ist heute noch nach einem Jahr so. Und auch jedes Mal Unterwäsche wechseln und da sieht man mal was für und auch sehr gepflegt und ist schon so ein Kloß im Hals. Suna, ich glaube, wie du es jetzt geschildert hast, hat das natürlich wirklich schlimme Verletzungen in deiner Seele hinterlassen. Ja. Ich möchte, dass du ein paar Worte oder auch ein paar ausgiebige Worte jetzt noch mit meiner Psychologin sprichst. Ja, gerne. Vielleicht gibt es doch auch noch ein paar Ideen, wie wir dir vielleicht mit ein paar Informationen noch helfen können. Wir wollen mal überlegen im Hintergrund. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute. Ja, danke. Auf das alles gut geht und dieser Mensch dich nie wieder belästigen wird. Ja, danke. Du legst bitte auf und Anja, meine Psychologin, ruft dich an. Okay. Von Herzen alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Marlies. Marlies ist... 64, guten Morgen Marlies. Ja, guten Morgen Domi. Die Schattenseiten der Liebe. Die Schattenseiten der Liebe, ja. Ich habe schon manchen Abend hier gesessen und habe eigentlich immer mal versucht, aber dann habe ich doch wieder gedacht, ach, machst du doch nicht und naja. Du wolltest anrufen. Ja, ich wollte anrufen. Mhm. Wenn ich dann hier so alleine sitze, dann habe ich gedacht, ach, rufst du mal an. Dann habe ich gedacht, ach nee, lass es doch sein. Aber zu diesem Thema gerade heute hast du es nun getan. Jetzt habe ich es getan, warum? Weil mich das eben sehr beschäftigt. Das heißt, der Jürgen war 37 Jahre alt, da kam er an die Dialyse. Mein Mann. Wir waren fast 40 Jahre verheiratet. Ich höre so ein Summen und Brummen. Liegt das an deinem Telefon? Das liegt an meinem Telefon wahrscheinlich. Ach so, okay, dann ist das... Das liegt an meinem Telefon. Nehmen wir das mal so hin. Ich habe kein Radio, nichts an, also das liegt an meinem Telefon. Okay.
Wahrscheinlich. Ich habe so ein Funktelefon, was man dann wieder auflegen muss. Und das hat die ganze Zeit jetzt hier an meinem Ohr gelegen. Wahrscheinlich nicht, dass die Batterie gleich leer ist. Ja, ich kann dich aber gut verstehen. Also mit 37 Jahren kam dein damaliger Partner... kam er an die Maschine, ja. Und dann war er eben 100% schon schwer behindert. Hat dann also das erste Mal 12 Jahre an der Maschine gelegen. 12 Jahre. Bis er dann transplantiert wurde. Also Nierentransplantiert? Nierentransplantation. Mhm. Diese Nierentransplantation hat dann 6 Jahre gehalten und dann fing das Drama an, ne? Er musste dann starke Medikamente für die Abstoßung der Niere nehmen. Und das sind ja Gifte, die er da nehmen muss. Und dann verschlechterte sich sein Zustand immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich habe zu der Zeit noch gearbeitet, weil er ja nicht mehr arbeiten konnte. Und wir wollten dem Staat nicht zur Last fallen. Wir haben 2 Kinder. Der Jens hat studiert und Sabine hat einen Beruf im Amt, ist ja wurscht, ja, also auf dem Amt. Ja, und sind aber beide verheiratet und wir wollten eben dem Staat nicht zur Last fallen. Ich habe gearbeitet, aber 97 musste ich dann eben aufhören, weil er ständig krank war. Ich bin dann ständig abberufen worden, weil er wechselnd in Krankenhäusern war, eine Operation nach der anderen hatte. Und wie es dann eben so ist bei der Arbeit, dann bist du eben nicht mehr tragbar, wo ich 20 Jahre gearbeitet habe, dann heißt das eben, sie müssen aufhören. Ja. Also, du willst wahrscheinlich darauf hinaus oder mir erzählen, dass die Schattenseite dieser Liebe ist, dass... Das fängt ja dann noch weiter an, Domian. Ja, ja, ich will es immer eben einordnen, dass, dass dein Partner so lange so schwer krank war und ihr aber trotzdem zusammen gestanden habt. Ich hätte ihn nie im Stich gelassen. Für mich war das klar, dass ich arbeiten gehe, er war zu Hause. Dein Partner ist heute verstorben. Der ist vor 2 Jahren verstorben. Das heißt, ich kann es jetzt nicht so schnell ausrechnen. Wie viele Jahre insgesamt war er schwer krank? Er war insgesamt 25 Jahre schwer. 25 Jahre hast du an der Seite dieses sehr schwer kranken Mannes gestanden. 25 Jahre habe ich ihn praktisch ich kann sagen, die letzten 8 Jahre 24 Stunden gepflegt. Lass mich fragen, die Zeit vorher, wie lange wart ihr vorher zusammen, bevor er krank wurde? Wir haben 67 geheiratet. Wie lange wart ihr vorher zusammen? Wir waren 14 Jahre. 14 Jahre, also 14 Jahre wart ihr gesund zusammen? Ja, er war immer schon ein bisschen kränklich, aber... aber da war es nicht so ganz schlimm. Aber es war nicht so gravierend. War das damals eine gute Zeit, eine gute Ehe? Wir waren beide, ich hatte keine Eltern und der Jürgen kam aus einem Elternhaus, aus einem Geschäftshaushalt, aber... Wie es eben so ist, da waren auch mehrere Kinder, die alle was gelernt haben und zum Schluss war dann auch nichts mehr da. War das eine gute Ehe? Es war eine sehr gute Ehe. Also ihr habt euch sehr geliebt? Wir haben uns sehr geliebt, wir haben also Freud und Leid geteilt und ich hätte für meinen Mann alles getan. Wenn er ohne Beine gewesen wäre, ich hätte ihn noch 20 Jahre gepflegt. Ich verstehe, also die große Liebe, die euch beide verbunden hat, hat dir letztendlich auch die... erster Mann mit 23 Jahren. Hat dir dann auch die Kraft gegeben, 25 Jahre ihn zu pflegen, obwohl er dann so schwerst krank war. Ich habe alles für ihn getan, alles. Es gab nicht mal zwischendurch so Momente, wo du dachtest, ich kann nicht mehr, ich will ausbrechen. Ich hätte auch nie meinen Mann ins Heim gegeben, nachdem sie ihm die Beine abgenommen haben, haben sie gesagt, dass sie schaffen das sowieso nicht, geben sie ihren Mann mal am besten ins Heim. Da habe ich dem Doktor damals gesagt, ich sage, ich würde meinen Mann nie ins Heim geben, der kommt nach Hause. Also er ist beinamputiert worden. Ich bin dann mit ihm noch in eine behindertengerechte Wohnung gezogen, weil sie ihm beide Beine abgenommen haben. Hat er, sag mal Marlies, hat er irgendwann Danke gesagt? Domian, der Jürgen war ein sehr intelligenter Mensch. Er war ein sehr zufriedener Mensch. Er war ein sehr intelligenter Mensch. Er hat immer gesagt zu mir, Schnupperlein, was du für mich tust, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Nur er war natürlich zuletzt auch deprimiert und hat auch nicht mehr viel gesprochen, obwohl er früher viel gelacht hat und so, weil er auch gesehen hat, er hat dann mal ganz zuletzt gesagt, wenn ich gehe, ich kann dir nicht mehr helfen. Ne? Das ist eine große Lebensleistung, die du vorzuweisen hast, finde ich. Respekt, Respekt. Wie gesagt, aber es ist so, Domian, du bist im Prinzip für den Staat auch, wirst noch heute dadurch bestraft, ne?
Denn du hast durch die kleine Rente, die du gekriegt hast, kriegst du heute ja nur noch 60% von der kleinen ganz Rente. Ganz schlimm ist das, ja. Du hast so wenig, dass du gerade 15 Euro über dem Satz liegst, was jeder Hartz-IV-Empfänger kriegt. Ich habe noch nicht mal, auch wie der Jürgen noch lebte, habe ich noch nicht mal Rundfunk- und Fernsehgebühren erlassen gekriegt, mit der Begründung, er könnte ja noch am öffentlichen Leben teilnehmen, ne? Ja, und dann ist es lächerlich, diese 1, so und so viel Prozent Rentenerhöhung. Ja, ich sage ja, das sind für euch dann 6, 7 Euro im Monat oder so. Meine Rente ist 820 Euro, davon zahle ich Miete, Licht, Telefon, meine Arztgebühren und. Ne? Auch dieses Pflegegeld, was du dann nur gekriegt hast, du hast ja nicht nur 8 Stunden Arbeit gehabt, sondern 24 Stunden, ne? Weißt du, dass ich denke ja oft, dass die Politiker, die diese Entscheidungen alle treffen, die müssten mal in so eine Realität eintauchen, die du beispielsweise gehabt hast. Die müssten mal so einen Monat mal so jemanden begleiten, wie du früher gelebt hast. Ja. Dann würden die sicherlich auch anders entscheiden. Die haben dann noch, wenn er zur Dialyse, der ist damals nach Hannover zur Dialyse gekommen, weil hier keine Dialyse frei war. Und wenn er dann gesagt hat, er kriegt Stufe 3, weil er seiner schweren Krankheit, dann wurde ihm gesagt, ne, sind Sie mal ganz schön ruhig, dass Sie überhaupt Stufe 3 kriegen. Ne? Oder Sie haben zu mir gesagt, Sie müssen mal ein bisschen an sich denken. Sie könnten ja Ihren Mann mal in 14 Tage in Pflege geben. Das hätte ich erstmal nie gemacht. Aber ich habe mich dann mal erkundigt. Und wenn Sie dann gehört haben, wer da kommen sollte, keine Beine, Dialyse, haben Sie gesagt, nein, das können wir nicht, das können wir nicht. Also Marlies, ich ziehe noch mal meinen Hut vor dir, was du gemacht hast. Und das ist eine ganz tolle Leistung. Dass ich ihm eben alleine entscheiden musste, dass er die Maschinen abgestellt wurden, das belastet mich eben ganz doll. Ne? Das hast du dann getan? Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann 6 Stunden im Krankenhaus gesessen, habe noch seine Hand gehalten, habe ihm dort die Äugelein zugedrückt und habe dann entschieden, dass die Maschinen abgestellt werden. Aber das ist eben eine Sache, wo ich nicht mit fertig werde. Ne? Was aber sicher, ohne jetzt wirklich Einzelheiten zu kennen, aber in der Ahnung, aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, die richtige Entscheidung war. Ja, natürlich. Jeder sagt das. Sagt er, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Nur trotzdem tut mich das Tag und Nacht verfolgen. Ne? Ich gehe nachts ins Bett. Es war eine Gnade, die du ihm erwiesen hast. Man kann ja auch mit niemand drüber reden. Es will ja auch keiner was von wissen. Ne? So wie du mit Trauer anfängst oder so wie du anfängst, dass es dir eben, dann wollen die alle nichts davon hören. So ist es eben in unserer Gesellschaft. Ne? Ja, das ist oftmals auch im nahen Umfeld. Wenn jeder möchte nur einen fröhlichen Menschen, aber keiner möchte eben mit deiner Trauer oder mit irgendwas von dir belästigt werden. So ist es eben, ne? Ich möchte, dass du noch darüber eingehen, damit mit meiner Psychologin sprichst, Marlies. Ja, Domian, ich bedanke mich ganz herzlich mit deiner Sendung. Machst du wahrscheinlich vielen Menschen Mut und gibst auch vielen Menschen Kraft. Vielen Dank. Bleib noch lange auf dem Bildschirm und gib noch weiter deine guten Ratschläge. Ich bedanke mich herzlich. Und dir wünsche ich viel Glück und viel Mut. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Wolfgang begrüße ich herzlich. Wolfgang ist 41 Jahre alt. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, guten Morgen. Hallo, Wolfgang. Ja, du hast auch etwas zu erzählen von der Schattenseite der Liebe, so wie du sie erfahren hast. Ja, und zwar, ich habe mich im Januar nach fast 17 Jahren Ehe von meiner Frau getrennt. Die Ehe war so ziemlich am Ende. Warum hast du dich getrennt? Ja, die Ehe war eigentlich schlecht, die war am Ende. Meine Frau, die hatte Depressionen, das ging also von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, Stimmungsschwankungen ohne Ende. Und obwohl ich eigentlich alles für meine Frau getan habe, hat sie mich sehr, sehr schlecht behandelt. Und habt ihr Kinder? Ich bin einfach nicht mehr damit klargekommen. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder, ja. Mhm. Im Alter von bis? Von 17, 15 und 8. Und 8? Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe mich dann getrennt und habe dann kurz danach eine andere Frau kennengelernt. Und meine Frau, die hat es eben nicht verwunden, dass ich mich getrennt habe. Und die hat sich dann, im Februar hat sie sich dann aufgehangen. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause. Und ich hatte an dem Tag die Kinder abgeholt. Und die Kinder lebten aber eigentlich bei ihr? Die lebten bei ihr, ja. Ja, ich sollte eigentlich dann im März eine eigene Wohnung kriegen. Ich war zwischenzeitlich bei meiner Freundin dann. Und ich habe dann mittags die Kinder abgeholt, wir sind in der Stadt gewesen
und abends die Kinder zurückgebracht. Weil aber meine Freundin dabei war, habe ich die Kinder nur bis zur Ecke gebracht, auf der Straße, wo wir wohnen. Mhm. Ja, und die Kinder sind dann nach Hause gegangen und meine Frau gesucht. Ach Gott. Und meine 15-jährige Tochter hat dann eben halt meine Frau im Keller gefunden. Wie furchtbar. Ja. Das hat das Kind, hat die Mutter irgendwo hängen, in der, im Keller hängen sehen. Ja, richtig, ja. Mein Gott. Und War deine Frau in psychiatrischer Behandlung? Nee, eben nicht. Ne, die war vorher noch beim Arzt gewesen und hatte mit der Ärztin wohl gesprochen. Ja, und die Ärztin, meine Frau muss wohl 2 Wochen vorher schon einen Suizidversuch unternommen haben mit Tabletten. Das habe ich dann hinterher rausbekommen. Mhm. Und irgendwie hat die Ärztin nicht richtig reagiert. Die hat mit meiner Frau einen Vertrag aufgesetzt, dass meine Frau das nicht mehr versuchen sollte. Hat die Ärztin einen Vertrag aufgesetzt? Ja, mit meiner Frau, ja. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, wo sie ihr versprechen musste, dass sie das nicht mehr versucht. Ja, und dann, was ist das denn für eine Ärztin? Hat sie denn doch gemacht. Ist das eine Psychiaterin gewesen? Nee, die Hausärztin war das. Was ist denn das für ein unglaublicher Vorgang? Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Als dein Kind ihre Mutter erhängt gefunden hat, war die Mutter da schon tot? Da war die schon tot, ja. Was hat das Kind gemacht in dem Moment? Die anderen Kinder waren oben in der Wohnung oder? Ja, mein Sohn war noch zu Hause, aber der hat ein Zimmer außerhalb der Wohnung. Da ist ein Anbau, ein komplettes Zimmer. Also sie war auf jeden Fall ganz allein im Keller? Ja. Und was hat das Kind dann gemacht? Ja, die hat dann meinen Sohn noch geholt und der ist dann mit runter im Keller und dann haben die versucht, einen Notarzt anzurufen. Dann mussten die erstmal 5-mal sagen, was passiert ist, weil das keiner geglaubt hat. Mhm. Und dann war ich auf dem Weg nach Hause, ich wollte noch was holen. Haben die dich auch angerufen? Meine Schwester hat mich angerufen. Ich weiß jetzt nicht, woher die das so plötzlich wusste, aber die hat mich dann angerufen. Mhm. Kurz bevor ich zu Hause war, da habe ich aber schon Krankenwagen, alles hier stehen sehen. Mhm. Hast du deine tote Frau auch noch gesehen? Nee, ich nicht mehr, nee, konnte ich nicht mehr. Gott, was für ein unfassbarer Schock für deine Kinder. Das war... Und das war jetzt im Februar, vor ein paar Monaten? Das war im Februar, ja, am 13. Februar. Hat deine Frau einen Abschiedsbrief hinterlassen? Gar nichts eigentlich. Nichts? So. Hast du nicht einen unglaublichen Zorn auf deine Ex-Frau? Gut, sie war krank, aber dennoch. Teilweise wegen den Kindern, ja. Ja, wegen der Kinder. Ich meine, die Kinder, die sind da, ja, für die ist das noch weniger begreifbar als für mich selber so. Ne? Das ist, ich meine, ich weiß mittlerweile mehr. Dieses Bild wird deine, das ist ein Mädel, die 15-Jährige. Ja, ja. Ihr Leben lang eingebrannt haben, die Mutter erhängt im Keller. Das wird das Kind nie wieder loskriegen. Richtig. Hast du mit dieser ominösen Ärztin mal gesprochen? Ja, mehr oder weniger. Also die hat, ich habe wissen wollen, meine Frau hatte gesagt, irgendwie, die hätte Krebs gehabt, ja. Aber das hat sich dann rausgestellt, dass das nicht stimmte. Und so wie das jetzt im Nachhinein alles rausgekommen ist, hat die sich wirklich aufgehangen, weil die Trennung nicht verkraftet hat. Weißt du, wenn die Ärztin verantwortungsvoll gehandelt hätte, hätte sie deine Frau sofort zu einem Psychiater überweisen müssen? Eigentlich ja. Ja, das hätte sie machen müssen. Da gibt es aber auch gar nichts zu reden. Ich meine, ihr steht jetzt in der ganzen Familie und wahrscheinlich unter einem ungeheuren Schock, aber dennoch gibt es auch die Überlegung, diese Ärztin anzuzeigen? Ja. Ja, finde ich auch. Ja, ich war da auch schon mal überlegen. Ich wollte nur ein bisschen Zeit vergehen. Natürlich, ja. Nicht so impulsiv irgendwie zu handeln oder so. Würde mich ja auch erstmal in Verbindung setzen mit Patientenverbänden und so weiter, ein bisschen schlau machen. Und ja. Aber das macht das Unglück nicht ungeschehen. Ja, richtig. Wie ergeht es denn deinen Kindern im Moment? Ja, ist für mich als Vater immer ein bisschen schwer, an die Kinder ranzukommen, weil die sprechen ja nicht unbedingt über alles mit mir. Ne? Mhm. Die ziehen sich teilweise zurück. Sind die Kinder denn in psychologischer Behandlung? Meine Tochter macht eine Therapie. Sie sagt aber selber, also sie hat heute noch mit mir gesprochen und hat gesagt, das bringt ihr nichts, weil die irgendwie mit der Frau nicht zurechtkommt. Dann nimm sie raus, nimm sie weg da. Die muss mit der Frau oder mit dem Mann zurechtkommen, das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt Hilfe in Anspruch genommen vom Jugendamt. Mhm. Wir kriegen da so eine Familienbetreuung. Mhm. Das ist aber auch so ziemlich
ja, das Einzige, was so ansteht. Ne? Mhm. Weil man wird doch, muss ich sagen, sehr, sehr allein gelassen. Mhm. Ja, das glaube ich. Wie geht es dir denn? Ja, es geht so. Ne? Also ich sag mal, auf der einen Seite ist so die Sache, dass ich sage, die Ehe war kaputt, ich habe mich getrennt. Mhm. Wenn ich da geblieben wäre, wäre es vielleicht, was weiß ich, wie schlimm geworden. Mhm. Gibt es denn da in diesem Fall so einen Beigeschmack der Schuld, dass du dir die Schuld gibst, dass sie das getan hat? Auf jeden Fall, weil ich war, also wie gesagt, ich war 3 Stunden vorher noch hier, mhm. habe die Kinder Bescheid gesagt, dass ich die Kinder abholen komme um 4:30. Mhm. Und ich habe nichts gemerkt. Ne? Und ich bin ja nun mal derjenige gewesen, der es am besten kannte. Ja. Und es war... Aber wenn du was gemerkt hättest, hättest du ja irgendetwas unternommen. Dann hätte ich was unternommen, ja. Weißt du, ich bin ja der Auffassung, Wolfgang, dass ein Partner nie die Schuld trägt, wenn nach einer Trennung der andere sich das Leben nimmt. Ich sag ja, ein bisschen differenziere ich das auch, weil wie gesagt, ich hatte mich getrennt, weil eben für mich, ich hatte keine Gefühle mehr für meine Frau. So, und dann ist es legitim, sich zu trennen. Ja, und die Ehe war... Es war nur noch schlecht gewesen und das ganze Klima war sehr angespannt. Und deine Frau war eine erfahrene, erwachsene Person. Wie alt ist sie geworden? 36. 36, so. Und sie hat Verantwortung getragen für 3 Kinder. Ja. Wenn es ihr seelisch und psychisch so schlecht ginge, was man ja verstehen kann, entweder aufgrund der Trennung oder auch vielleicht aufgrund einer depressiven Erkrankung, hätte sie von sich aus Hilfe suchen müssen bei einem Facharzt. Ja. Es ist ja unermesslich, was sie ihren Kindern angetan hat. Und natürlich letztendlich auch dir, aber das am schwersten wiegt, finde ich, das, was sie den Kindern angetan hat. Ja, richtig. Das war also auch für mich das, was ich überhaupt nicht begreifen konnte. Mhm. Weil gerade die Kinder, es war kein Abschiedsbrief da, keiner weiß. Wie war denn das Verhältnis zwischen Kindern und Mutter in der letzten Zeit? Eigentlich sehr gut. Eigentlich, sogar das noch? Eigentlich, das war eigentlich gut, das Verhältnis. Nur eben halt meine Frau, also die hat sich die letzten, wo ich ausgezogen bin, die hat eben auch viele Sachen dann vernachlässigt. Ja. Sie hat vielleicht auch Zeichen gesetzt, sag ich mal, aber das merkt man in dem Sinne nicht, weil ich für mich habe gedacht, das ist eben wegen der Trennung. Du glaubst schon, aufgrund dessen, was du so in all den Jahren erlebt hast, dass sie die Kinder sehr geliebt hat. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also dann muss man natürlich alles. Da muss man natürlich auch wieder so denken, in welcher unglaublichen seelischen Not muss die Frau gewesen sein, dass sie einen solchen Schritt unternommen hat. Ja, richtig, richtig. Also das ist das Einzige, sag ich mal, was sie hinterlassen hat. Sie hat mir auf eine CD, auf eine DVD draufgeschrieben, dass ich halt sie und ihre Liebe nicht vergessen soll. Das war so das einzigste Hinterlassen. Ne? Das hat sie geschrieben? Ja. Das habe ich dann am Tag ihrer Beerdigung, habe ich die DVD dann gefunden. Nein, die Kinder waren auch auf der Beerdigung? Die waren auch mit, wir waren alle da. Ja. Wir haben die Kinder die Beerdigung verkraftet? Boah. Die Kleinste geht so, die war natürlich auch verwirrt, aber die hat nicht so richtig das ganze Ausmaß begriffen. Mhm. Aber die beiden anderen Kinder, die waren auch total fertig. Mhm. Ja, und wie gesagt, also man steht alleine damit. Ne? Die Kinder sind aber jetzt bei dir. Die sind bei mir, die ja. Ich bin wieder zurückgegangen in die Wohnung. Mhm. Und meine Tochter, die war jetzt 6 Wochen bei meiner Schwester. Mhm. Die ist seit 2 Wochen wieder zu Hause. Bevor das gleich untergeht und ich nicht mehr dazu komme, weil ich höre die Musik, das ist ja das Signal, dass die Sendung bald zu Ende ist. Ja. Wenn deine Tochter sich nicht wohlfühlt bei der Psychologin, bei der sie jetzt ist, worüber wir gerade gesprochen haben, dann solltest du sie aus diesem Kontakt herausnehmen. Ja, das werde ich auch machen, ja. Das ist so wichtig, dass das Kind einen guten Gesprächspartner findet. Nur so kann wirkliche Hilfe auch geleistet werden. Ja, richtig. Ja, das werde ich auf jeden Fall dann beenden. Ich würde dich gerne auch noch mal jetzt im Hintergrund beraten lassen von meiner Psychologin. Vielleicht kann sie dir doch noch den einen oder anderen wichtigen Tipp geben, auch wie du dich jetzt den Kindern gegenüber verhalten solltest und natürlich auch, was deine Person betrifft. Ja, das wäre ganz gut, ja. Das machen wir sehr gerne, Wolfgang. Dann bitte ich dich aufzulegen und Anja wird dich gleich zurückrufen. Okay. Wünsche dir und deiner Familie von Herzen wirklich alles Gute.
Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschö. So, meine Lieben, das war's für heute. Der Technik war Volker Tarke. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Dann morgen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wir sind hoffentlich ganz pünktlich um 1 hier. Gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.